Reichstagsbüste wurde als erstes abgebaut. War sozusagen der berühmteste Student dieser Universität, wurde erstmal liquidiert. Die Marx-Engels-Werke gerieten massenhaft in die Container. Das war die Situation, in der denn ein paar Hänsels hier in der Stiftung sagt, naja, aber wir werden für diese Strömung demokratischer Sozialismus stehen. Das war ein absolutes Kontrastprogramm. Also wir waren motiviert, uns in diesem Prozess zu bewähren. Wir wussten aber auch, es gab keinen Garantieschein. Also mir war natürlich klar, dass wir das schaffen mit der Stiftung, aber ich denke, es war nicht allen klar, dass es wirklich ein ganz wichtiges Unternehmen ist, was wir da starten. Und am Anfang waren wir halt 10, 20 Leute und da wurden die ganzen Strukturen, die jetzt völlig ausgeästelt sind, die Bereiche, die gab es damals gar nicht, die haben wir damit erfunden. Das war eine wilde Zeit. Am Anfang waren die Räumlichkeiten außerordentlich beengt im 4., 5. Stock in der Regerer Straße. Und wir bringen die Stiftung selbst auf den Weg, werben Spenden ein, Mitgliedsbeiträge und so weiter und fangen dann an mit der Bildung. Und das ist auch wirklich gelungen. Dann im Herbst 1991 hatten wir die ersten 2 ABM-Projekte mit 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es ist schon eine tolle Entwicklung gewesen, die dann folgte, ja. Aber die ersten 9 Jahre bis 1999 war es ganz schön hart, ja. Man sagte, eine politische Stiftung ist nur dann förderungsfähig, wenn die ihr nahestehende Partei mindestens 5% der gesamten Stimmen im Lande hat, also Fraktionsstärke erreicht. Und die hatten wir nicht erreicht. Und das bekamen wir natürlich auch ab. Klar. Aber nun gut, alle Dinge brauchen eine Zeit. Das war schon ein Ereignis, als wir dann 1998 Fraktionsstärke erreichten und plötzlich in diese Förderung kamen. Wissenschaftlichkeit, Praxisverbundenheit, international Solidarität, Aufgeschlossenheit und Freundlichkeit. Ich sehe das als Labor, als Zukunftslabor. Und ich habe mich selber ja über einige Jahre mit im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung eingebracht. Und ich war neugierig darauf. Sie ist ja in Ländern aktiv. Sie hat da viele Verbindungen aufgebaut zur Wissenschaft, zur Kultur, auch zur Politik in den entsprechenden Ländern. Und wir haben tatsächlich die Möglichkeit, auch darüber hinaus zu schauen, strategische Konzepte zu entwickeln, Fragestellungen einfach mal aufzugreifen und zu sagen, okay, und daran arbeiten wir jetzt mal über eine längere Zeit. Und da muss nicht sofort ein Ergebnis da sein. Mittlerweile haben wir über 40 Millionen an Zuwendungen im Jahr, bauen auch ein neues Gebäude für die Stiftung. Also ich finde, dahinter versteckt sich auf alle Fälle ein Riesenengagement derer, die hier arbeiten. Was passiert eigentlich sozial, im sozialen Gefüge dieser Gesellschaft, dass man eigentlich sich nicht mal wiederfindet in der Politik, zum Beispiel in Entscheidungen der Politik? Das ist für uns, dann für unsere Stiftung schon wichtiger, sich das anzugucken und daran auch zu arbeiten. Und für mich war es auch sehr wichtig und spannend, den internationalen Bezug zu haben. Also nicht nur von Deutschland auf andere Länder zu gucken, sondern aus der Perspektive anderer Länder auf Deutschland und auf Europa zu gucken. Der Stiftung, dass das, was da jetzt gewachsen ist, dass das auch die nächsten 25 Jahre eine gute Zukunft hat und sich zusammenfindet, wo es auch manchmal knirscht noch. Und ich wünsche mir natürlich, dass viel mehr junge Leute
die Stiftungsadresse kennen, die Stiftungsbildungshefte anschauen und ja, bereit sind mitzumachen. Also erstens wünsche ich ihr eine schöne Feier, dass es allen, die dort arbeiten, gut geht, dass es allen, die da im Ausland arbeiten, gut geht. Zweitens wünsche ich ihr gute Wahlergebnisse, weil davon immer abhängt, wie viel Geld sie kriegt. Also je bessere Wahlergebnisse, desto mehr Geld kriegt auch die Stiftung. So ein bisschen habe ich den Traum, wenn das neue Haus fertig ist, wenn die Luxemburg-Stiftung ihre neue Heimat hat, ihren neuen Heimatort hat, dass von dort aus auch eine breitere Initiative in alle Landesstiftungen hinaus ausstrahlt. Der Vernünftige wird jetzt für die Bilanz auch sagen, mit den neuen Herausforderungen und der Verantwortung, die in der Linke in der Gesellschaft trägt, es bleibt noch viel zu tun. Musik